Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen, Ladies and Gentlemen, zu Race Room Experience in Indianapolis zur MotoGP-Strecke oder Layout mit unserem BMW Z4 GT3. Wir schauen uns die Zeitinfos an. Bernie Baum auf der Pole vor Lukas Stolz im Bentley. Dann hier Kev van der Linde mit seinem Audi, Daniel Keilwitz mit seinem Chevy, Marc Basseng, Fabian Hambrecht auch mit dem Bentley, Rahel Freidig unterwegs ist, dann der erste Nissan, Dominik Jüst. Aber wir werden uns das Ganze hier ansehen. Aber Moment, wenn wir nicht fortsetzen. Nö, bin ich jetzt blöd. Ah, zurück zur Werkstatt, ja, das habe ich vergessen. Okay. Durchgang beenden. So, wunderbar. Jetzt geht's los. Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Jetzt hätten wir die Auto... Ja, egal. Und auf los. Da haben wir noch einmal. Bernie Baum. Luca Stolz. Aha, jetzt habe ich wieder vergessen. Ich wollte euch ja kurz jetzt vorher im Replay wieder mein Auto noch einmal zeigen. Bei einer Runde von außen. Hm. Naja, wenn ich es vergesse, werden wir es vielleicht zum Schluss. Da muss ich aber vorher wieder vor der Ziellinie kurz auf Escape drücken. Dass wir noch von außen ein bisschen fahren sehen. Ja, da sehen wir noch mal die Autos zu den Fahrern. Basseng hier, ja, mit seinem Kfz Teile 24 Auto. Rahel Frei, sehr gut unterwegs. Ja, Jöst haben wir hier. Pepper, Baumann. Uwe Alzen, Alessi, die ersten hier. Da gehen wir noch, wer ist das hier? Jöns, ja, mit dem R8 Design, geil. Dobic. Ja, der Camaro noch. Ja, mit dem könnten wir auch einmal fahren, theoretisch. Das Erbil weiter hinten. Auch mit Asch oder mit Brocic. Mit einem Mercedes wäre mal eine Wahl. Und auch mit Sven Barth. Aber ich muss mir überlegen, ob ich mir nicht die Ding hole. Oh, da schießt er vor. Ach du Scheiße. Ah, da war ich jetzt ein bisschen zu vorsichtig in der ersten Kurve. Okay. Okay, 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 okay. Ja, diese diesen GT3. Das GT3-Angebot. Muss ich mal überlegen, ob ich mir das nicht hole. Mit dem Porsche auch noch dabei. Ja, und was weiß ich noch alles. Ja, zunächst der Abwechslung, wenn wir nach dieser Saison diese Formula 4 fahren mit den Tantus-Wagen. Ein paar Strecken zumindest. Muss man da ein bisschen Abwechslung auch gleichzeitig reinbringen vielleicht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir unser BMW hier dem Audi und dem Bentley folgen können. Die Pole haben wir ja gehabt, also den Speed haben wir ja. Ah, da waren wir ziemlich am Limit bei der Runde. Ich meine, wie die Jungs hier jetzt drauf sind. Ich hoffe, der Ton ist soweit okay, weil der hat sich ja bis jetzt immer verstellt. Ich lasse ihn jetzt einmal so eingestellt, wie er ist. Okay, wieder top eingestellt hier auf dieser Strecke, muss ich schon sagen. Und ich freue mich auch schon jetzt auf F1 2016. Da kann man einen eigenen Avatar aussuchen. Eine eigene Startnummer endlich in der Karriere wieder. Also, Freunde, diesmal freue ich mich schon. Und die Einführungsrunde. Der Audi. Sehr unruhig. Nicht unruhig auf der Bremse. Ein bisschen verbremst, würde ich mal sagen. Ja, also F1 2016 im Herbst, glaube ich, kommt es doch nicht früher im Juli. Wo man es, irgendwie hat man das gesagt, dass es im Juli kommt, aber habe ich es gelesen. Stimmt aber leider nicht. Immer zu mehr Ende der Saison ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber ja, die müssen natürlich oder wollen ein bisschen warten, dass die dass die
Stärken wahrscheinlich ein bisschen einstellen können, aber das könnten sie ja patchen auch, oder? Das wäre eigentlich das... Das könnten sie ja nachreichen mit einem kurzen Patch, dass dann die Stärken von den Fahrern einstellen. Ja, die werden einfach nur so nicht fertig sein. So, wir konzentrieren uns mal. Kyle wird hinter uns, Boseng, Hambrecht, Jüst und vor uns Van der Linde, Stolz. Ja, da habe ich leider am Start ein bisschen geschlafen. Jetzt sind wir noch die 3. Aber so können wir uns das Duell hier mal anschauen, ob der Audi hier den Bentley gefährlich werden kann. Sehr schönes Duell. Und wir mit unserem BMW auch noch mit drin und hinter uns die Corvette. Ja, besser geht's ja gar nicht, oder? Von der Markenvielfalt. Die Wiese, das wäre beim... Ja, dafür haben wir jetzt ein bisschen Gas gehen müssen. Da kann es beim Quali schon passieren, dass man eine Verwarnung kriegt und die Runde nicht zählt. Da muss man sehr aufpassen. Ja, und am Ende der Saison wird es geben einmal das Rennen in Macau, muss ich aber noch testen, und die Nordschleife werde ich mal holen. Da werden wir aber noch ein bisschen längeres Rennen vielleicht fahren. Aber ich muss auch schauen, dass ich die O10 dann optimal einstelle, dass das auch passt. Aber ich glaube nicht, dass ich hier mit den 103 auf der Nordschleife unterwegs sein kann. So gut bin ich da nicht. Ich bin zwar auch schon einige Male drauf gefahren, aber 103% traue ich mir nicht zu auf der Nordschleife. Ja, momentan schauen wir die zwei Jungs relativ gut aus, also ich weiß nicht, wo ich die eventuell überholen könnte. Da wollen wir gerade am dicken näher kommen wieder. Ein bisschen unruhig, sieht man hier, im Vergleich zum Bentley. Wir kommen ein bisschen näher. Oh, ist der unruhig hier. Fliegt er nicht einmal ab. Momentan schaut es noch relativ kontrolliert aus. Die erste Mal zurückschalten, ja. Oh, hinter uns, Kelwitz. Ja, der DTM, sind wir hier gefahren? Weiß ich jetzt gar nicht. Könnte doch was sein, oder? Ja, aber sicher auch interessant. Weil die sind hier wirklich, also wirklich gut eingestellt, die Kreis. Von der Rennlinie her mal. Wirklich eins der besten Spiele, die es gibt momentan. Und ich einer der schlechtesten Fahrer momentan. Schaffen wir das noch? Daneben ist er schon. Und da sind wir gerade nochmal von der Schippe gesprungen, wie man so schön sagt. Das war knapp. Was ist los? Lass meine Reifen nach, lasst mein Talent nach, was ist los? Wäre aber eine Möglichkeit zu überholen, das habe ich in der Quali-Trainingsrunde bemerkt.
So, Björn, jetzt konzentrieren. Hier dann überholen, das wäre eine Möglichkeit, aber da sind wir zu weit weg leider. Oh, Kyle, jetzt kommt sogar fast der ran an den Audi, der ist gut unterwegs, Rennbase-mäßig. Geht er den Audi schon hier von Kevin van der Linde? Ah, das war eine blöde Stelle, sonst hätte man die Chance nützen zu überholen, wenn er es irgendwie auch an der falschen Stelle macht. Oh, jetzt ist er ja irgendwie komplett von der Rolle gewesen, gerade jetzt verliert er extrem viel. Ja, schade. Macht für uns jetzt, dann können wir maximal nachher jetzt wahrscheinlich den dritten rausholen. Hier träume ich auch nicht wirklich attackieren. Ah, jetzt hat er verloren. Das war nicht ganz so gut, aber... Naja. Oh, ich muss hier ein bisschen attackieren versuchen. Ja, es geht speedmäßig wirklich viel. Ich mag was sehen. Ah, es war nicht so viel. Probiert haben wir es. Ich glaube, während Rennen machen wir jetzt keine Wiederholung. Das durchbricht den Rennfluss ein bisschen. Hm. Im Training hat es geklappt, da wieder überholen, aber haben wir jetzt einen Meter zu spät beim Bremsen wahrscheinlich. Da holt aber mächtig aus hier. Beide noch mal näher und dran. Das geht leider nur mit 3 Minuten. Immer pro Runde.
Ja, das geht wieder nicht. Boah, mit einem brutalen Manöver. Haben wir es auf die 3 geschafft. Es sind wohl noch 2 Runden. Kevin vorne hat es auch noch nicht gegen Stolz geschafft. Musste aber auch sicher abwehren. Gegen Kellwitz. Hat er uns gut geblockt, dass wir jetzt ein bisschen weg sind. Oi, shit. Na, das hat Kellwitz auch ein bisschen irritiert und ist vom Gas gegangen. Schade. Weiter müssen vorbeigehen. Ja, alles kann die KI leider auch noch nicht. Schade. Aber gut für uns jetzt. Na. Schauen wir, ob wir vielleicht doch den dritten Platz einbringen. Letzte Runde. Und Bernie hat sich verbremst. Sehr schön. Leider das Lenkrad länger, ein bisschen locker geworden. Das ist ärgerlich. Genau zum falschen Zeitpunkt. Ja, das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Das ist leider sehr bitter jetzt. Nein, jetzt wartet er so langsam. Ich raff's nicht. Jetzt habe ich nicht vergessen, jetzt gehen wir gleich einmal ins Replay rein und holen uns ein paar Impressionen. Ja, gleich einmal vom Start. Wie versprochen, dann sehen wir gleich einmal, dass wir langsam waren in der ersten Schikane. Einfach sollen nur innen bleiben. Jo. Dann springen wir weiter. Komme ich gut ran?
Kamera wieder optimal, ja, und dann sind wir hier rausgerutscht. Kann man sehen, ja, da steckt er zum Glück zurück. Jetzt haben wir es, genau, da haben wir es geschafft gehabt. Und dann leichte Irritation mit dem Lenkrad, war das hier? Soll ich nochmal aufs Gas gehen? Ja, wir waren natürlich im Ziel. Boah. Kariert. Ah, war das ärgerlich. Ja. Ah, nicht davor setzen auf weiter, wenn man wegen der Tabelle. Wir springen gleich zum nächsten Rennen, Freunde. Wir springen gleich zum nächsten Rennen. Ja, der Fehler war, der zum Schluss war natürlich extrem blöd. Ja, leichtes Lenkrad verrutscht. Naja, was soll's. 7x8. Also jetzt gehen wir uns noch einmal schauen, welche Position wir haben. Insgesamt. Ah, der Sieg wäre hier durchaus möglich. Ich bin mir fast sicher, wenn wir jetzt ein zweites Rennen fahren würden von der Pole weg, würde ich das jetzt von der Erfahrung her, glaube ich, hinkriegen. Gut, Lenkrad war, ja gut, Lenkrad war wirklich Pech, da kann man nichts machen. Lenkrad war wirklich Pech. Hockenheimring, sehr schön. Dann schauen wir uns mal hier an. Genau, weiter haben wir gesagt, gehen wir ich mit 25 Punkten hier noch durchaus Minimum. Bis P2 noch alles möglich. Team Bentley, welches Team haben wir eigentlich? Ah, Senkir, glaube ich, das sind wir. Ich weiß gar nicht, ob ich... Teamkollegen habe 25 Punkte und ich habe 25, na dann entweder war der nicht in die Punkte oder keine Ahnung. Gut. Dann bis zum nächsten Mal am Hockenheimring. Macht echt Fun hier mit dem Z4 GT3. Und ja, herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.